Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei dem Trader Life Simulator. Also ich bin wirklich erstaunt, wie viele Updates da die ganze Zeit kommen. Ich habe die ersten drei Parts ja am Stück aufgenommen und als ich die aufgenommen habe, am nächsten Tag kam dann schon ein größeres Update. Unter anderem jetzt halt auch ist das hier mit drin, mit diesem, dass man sein Telefon nutzen kann, wenn man irgendwie ja einen Abschleppdienst quasi braucht. Das ist jetzt gerade aufgeploppt. Ich bin ja da auch schon mal ganz baff. Und wo ich vor allem baff bin, ist, das erste Video hatte tatsächlich in den ersten 24 Stunden fast 300 Aufrufe. Und das hat mich natürlich megamäßig gefreut. Also ganz, ganz vielen herzlichen Dank dafür. Ich hätte es nicht erwartet. Also ich habe es gehofft, ganz klar, aber ich hätte es nicht erwartet. Und umso mehr freue ich mich natürlich, als ich dann diese Zahl gesehen habe. So. Okay, das Quietschen ist immer noch nicht weg. Ganz klar. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Laden. Servusle. Dann machen wir hier mal auf. Und was hier mit diesen Tischen es auf sich hat, habe ich jetzt mal gelesen. Im Grunde kann man das auch nutzen als Ablage für zum Beispiel Obstkisten. Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Von daher würde ich das natürlich gerne tun. Ich weiß natürlich nur nicht, inwiefern eventuell hier irgendwas geklaut wird. Das habe ich nicht rauslesen können. Es gab natürlich auch sehr viel Kommentare in Bezug auf, ja, dass der Kerl eben schon ein paar Spiele rausgebracht hat, aber nie so richtig fertig gemacht hat. Ja, das stimmt durchaus. Also da muss noch einiges, da muss er einiges aufholen und wieder gut machen für die ganzen anderen Sachen, die er so gemacht hat. Gut, wir haben auf jeden Fall hier so einiges an Zeug liegen. Und ich bin jetzt auch echt einmal gespannt, wie es jetzt halt ist. Wie viel habe ich da noch? Drei. Wie es jetzt ist mit dem Bestellen. Und zwar habe ich gelesen in dem Update, dass tatsächlich es möglich sein soll, Sachen jetzt zu bestellen über den Computer. Okay, das passt alles. Von daher schaue ich jetzt mal. Ich bin natürlich, keine Ahnung, Laptop. So. No Chocolate Milch, okay. Total Sales 46. Income. Gems hold for 9. So, Newspaper, Espresso, Safe Game Pills, Bills. Hire Second Cashier. So, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie es geschehen soll. Ob ich das jetzt hier. Oder ob ich es erstmal freischalten muss. Ich habe keine Ahnung. Bills habe ich keine. Second Cashier kann ich noch nicht anheuern, aber der würde mir wahrscheinlich nochmal zusätzliches Income bringen, ganz klar. Was ich mal ausprobieren wollte mit euch zusammen, ist dieser Newspaper Stand. Okay, Don, dann würde ich mal sagen, mit Q wird es wahrscheinlich... Nein. Den hat es hier hingestellt. National Newspaper. Aber machen kann man damit nichts. Das ist halt einfach Pimp My Kasse, wahrscheinlich. Okay, aber krass, jo. Dann kamen natürlich auch noch Kommentare so von wegen, es ist schade, dass die Einkäufe hier einfach so aufploppen. Genau so. Das war ja fast aufs Stichwort. Dass die halt lieber hier laufen sollten, das wär schöner. Ja, muss ich auch sagen, wäre ein bisschen schöner, angenehmer, wenn dann plötzlich eben ein Kunde reinkommt und sich dann da hinstellt. Man muss sagen, dass das Spiel ist noch recht frisch, also noch recht neu in der Entwicklung. Und ja, mal abwarten, was da noch alles kommt. Halt, warte mal, ich wollte noch mal Kohle holen. Komm, kauf was. Okay. Autosave, dann würde ich nämlich sagen, wir müssen mal ganz kurz wieder zum Store fahren, dass wir noch ein paar Sachen kaufen. Jetzt warte mal, bleib mal stehen. Wo geht's da hin? Ach so, da ist die Werkstatt. Okay, die Apotheke, noch ein ATM, da ist ein Burger-Restaurant. Ja, okay. Ist eigentlich jetzt... Ich will immer auf M
klicken, um die Karte wieder zu schließen, aber auch das geht nicht. Also man muss tatsächlich immer unten auf OK gehen. Jedenfalls muss ich schon sagen, dass mir das Spiel Spaß macht, definitiv. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nahtlos übergehen wird in ein Let's Play. Weil es macht definitiv Spaß. So, aber jetzt fahren wir erst einmal zum Händler, schauen mal, was wir da holen können. Wir können ja mal drauf horchen, was die Leute so sprechen. Ne? Oh, der LKW steht jetzt weiter weg auch. Und man soll jetzt eine Kamera haben zum Zurückfahren. Wie war das auf N? Auf Q? Ah, auf Q. Auf Q kann ich jetzt halt eben einstellen, dass ich auch rückspiegelmäßig das nutzen kann. Cool. Okay, was ist das da? Das ist einfach nur eine Delivery. Kann ich bei dir jetzt irgendwas quatschen? Interact? Ah, I will deliver the products you order from me with plus $10 cost for each box. Das ist eigentlich nicht mal so verkehrt. Es ist nur die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das? Interact? Ich drücke auf F, aber interacten tut er nicht, ne? Na gut. Was ich auch mal ausprobieren wollte, leider habe ich jetzt das vergessen, ich wollte den Computer mal mitnehmen. Oh, habe ich noch Handwaschzeug? Ich weiß es nicht. Aber das Autowashing, das habe ich auf keinen Fall. Das kaufen wir schon mal. So. Cashews. Sold. Das ist echt nur die Frage, wie. Wie mache ich denn das? Weil am Computer kann ich nicht. Sowas wäre natürlich cool. Ich hoffe zumindest, dass das so ein Display dann auch ist. Nehmen wir halt einfach mal Cashier Sold vor 8. Also man kann wieder schön neben raus stapeln, das ist doch schon mal cool. Chocolate Sold for 11. So, naja, Cake, da brauchen wir wieder irgendwie so eine Cake-Truhe, ne? Coffee Salt, ich würde sagen, wir nehmen mal noch Orangen mit. Einfach mal ein bisschen Obst, dass wir da mal was haben. Bananen haben wir schon. Die Wassermelonen waren zu teuer, ne? 350. Custom, no Chocolate Milch. Okay. Chocolate Milch. Cookies. Die Chocolate Milk. Blue Chocolate. Newspaper, $5, okay. No Chocolate. No Chocolate Milk. Was haben wir hier? White Soft. Toilet Cleaner. Spray, ne? Was haben wir hier? Tuna. No Burgers. Ah, kann ich denn Burgers? Ah, hier. Ice Cream. Hier haben wir auch Meat. Tja, da bräuchte ich allerdings. Hier ist Chocolate Milk, ne? Da bräuchte ich allerdings dann auch die Kühlfächer. Die Dinger habe ich, glaube ich, auch nicht. Sauce. Dann würde ich sagen, buyen wir mal das da. Stellen wir halt jetzt mitten drauf auf die Orangen, ist doch wurscht. So, die haben wir, Cucumbers. Apples. Apples. Orange, Banana, Apple. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Da müsste man eigentlich schon alles haben. Spray, White Soft, kann ich das noch kaufen? Nehmen wir das mal. Warte mal, ansonsten stellen wir das eben aufs Dach oben drauf. Schauen wir mal, wie viel wir noch kaufen. Ich habe jetzt noch 47. Chocolate. Chocolate habe ich aber gerade gekauft, ne? Der
Jetzt habe ich gedrückt. Der Bleach. Komm, das stellen wir jetzt einfach da mit drauf und fertig. So. Wie ich den jetzt allerdings mache, ich habe keine Ahnung. Warte mal, vielleicht muss ich auch an den LKW gehen. Das kann ja auch sein. Bleib stehen. Jabber Delivery. Wie mache ich das? Also am Computer ging es nicht, ne? Da haben wir noch Baguette. Wie mache ich das? Interact. Jabber. Hm. Na gut, fahren wir zurück. Das Auto ist ja gut beladen. No Cupcake. Kommt alles noch, Leute? Kommt alles noch. Eins lang an, denn unser Laden ist ja gerade mal im Aufbau. Also von daher keine Panik auf der Titanic. So. Essen, naja gut. Ich habe zwar ein bisschen Hunger, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt Toilet Cleaner for 11. Stehen bleiben. No Cupcake. Oh, verdammt. So, stellen wir wieder einfach in den Weg rein. Ne? Nein, ich will doch. Ja, Leute, das ist, ne, das bin ich. Das mache ich halt zu gerne. Anstatt dann die linke Maustaste zu klicken, drücke ich halt dann doch mal auf F. So, da haben wir jetzt natürlich zu viel, ist klar. Aber macht gar nichts. So, Bleach, 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 Bleach. Ups, da wollte ich raus. So, jetzt habe ich nicht geguckt. Softener. Softener habe ich, glaube ich, auch schon gekauft, oder? Cleaning Spray. Nee, Softener. Das ist Toilet Cleaner. Chocolate. Ach so, deswegen kann keine Chocolate verkauft werden, ne? Weil ich die da drin habe. Nein, bitte, ich drücke manchmal falsch. Es ist aber auch wirklich vom Gedanken her, naja. Schauen wir mal, ob wir das da oben drauf noch schön schlichten können. So, und dann noch eins. Zack. So, dann hier haben wir nur noch eins. Also wenn das tatsächlich klappt mit dem... Mit dem, dass der liefert, das wäre natürlich schon genial, ne? Warte mal, was hast du da? Ein Snack. Snack, jetzt ist es natürlich interessant. Ist es ein Snack, den ich jetzt da herstellen kann? Nein, natürlich nicht. Aber wir können trotzdem die Snacks ja hier bei der Kasse her tun. Das Display wäre halt super gewesen, ne? So. Das ist irgendwie schon cool, wenn man da die Kasse auch noch füllen kann. Wie viel sind noch drin? 4. Mache ich jetzt mal schnell leer. Kann ich die aufeinander legen auch? Ja, kann ich. Dann machen wir es doch mal so. Zack. Es ist ein bisschen Gezitter, ne? Das merkt man schon. Aber so hätten wir dann alle Snacks hier drin. Da ist nochmal ein Snack. Warte mal, dann stelle ich die Box erstmal da her. Das kommt dann eben hier daneben. Ah, das ist alles der gleiche, oder was? Take from Box, Quantity, Snack. Hm. Wenn das alles die gleichen sind, dann ist es ja echt wurscht, ne? Also es ist ein Snack, keine Wurst, ich weiß schon. Cola sold. Ja, nur bevor du dich jetzt da eigentlich rumspielst, ne, könntest du doch eigentlich noch das andere Zeug holen.
Wie viel ist noch? Ein Stück? Na ja, gut, dann ist es auch schon egal. So, dann hätte man nämlich ganz viele Snacks. So, da haben wir auch noch einen Snackkarton. Den stelle ich aber jetzt wirklich nur dahin. Chocolate. Chocolate haben wir hier. Das stelle ich den Karton auch wieder davor. Ich finde es ja nochmal so verkehrt. Dann hat man das ein bisschen im Blick, was man viel da hat, was nicht. Ich bin ja so ein Freund von den Sachen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Vielleicht sind die Tische aber auch für die Lieferung gedacht, ne? Das kann ja auch sein. Warte mal, dann kannst du das mal dahin stellen. Und zack. Dann machen wir eben nur drei Stück nebeneinander. Toothpaste. Hups. Da habe ich wieder falsch gedrückt, ne? Aber zum Glück habe ich mich ins Auto gesetzt. Was hast du da? Washing Powder. Washing Powder war da. So. Jetzt gehe ich mal. Ja, andererseits ist es natürlich schon sinnvoll, wenn ich das Zeug auch da reinräume, ne? So, jetzt muss ich mich nur mal richtig hinstellen. Und dann können wir nämlich den ganzen Schmonz da auch drauflegen. So, ist jetzt auch mir total egal, wenn ich das so übereinander schlichte und es dann vielleicht bis unterm Kassenrand geht. So, bleibt da stehen. Perfekt, drei Stück haben wir noch. Eins, zwei und drei. So, dann haben wir das weg. Das Newspaper ist natürlich schon cool, ne? So, sorry. Can be used to manage your shop and game safe. Add to inventory. Ich kann den Computer verkaufen oder ich kann interacten. So, wie ich das jetzt allerdings mache, ne? Das weiß ich nicht. Complaints, Delivery. Newspaper Stand Hammer, Bills. Save Game. Aber ich kann hier nicht scrollen. Also scrollen kann ich schon, aber ich kann nichts ordern. 433, ja cool. Oh, halt, vielleicht geht es dann da. Jabber Delivery. Jabber will deliver the products here. Wo ist das? Okay. Choose a product. Okay, wir machen das jetzt einfach mal. Wir bestellen uns jetzt mal was Günstiges. Einfach mal die Cookies. Total Price 33. Okay. Done. So. Dann gehe ich einmal daher und schau mal, was die Cookies eigentlich gebracht haben. Die muss ich ja irgendwo haben. Chocolate Cookie 8 Dollar. Das heißt 80 Dollar, das sind immer noch 47 Gewinn, die ich dann habe. Ja, das ist schon cool, oder? No Money Collect. So, done. Und wo kommt jetzt meine Order? Weil da war irgendwas mit diesem Tisch. Allerdings weiß ich ganz ehrlich. Ah, you can buy a smartphone from the smartphone shop. It will help you manage your vehicles. Okay. Nee, essen tue ich noch nichts. Da geht's nicht durch. Was ist da hinten? Ah, ist da hinten ein. Man kann doch den Delivery-Dingsbums wahrscheinlich. Wetten. Oh, das haben sie auch umgebaut. Jabba Delivery. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Da fahre ich doch nicht mehr los.
Da fahre ich doch nicht mehr los, ey. Das ist doch. Hallo? Cookies, Quantity. Wo habe ich jetzt die hin? Wie schaut denn ihr aus? Ach, das, ihr seid das da. Das ist genial. Also ich finde es genial. Das hat mir enorm gefehlt. So. Und habe jetzt das Richtige geschnappt. Softener, ich dachte es mir, ne? Das hier hab's ja da oben drauf gestellt, ich blöde. Aha. No vegetable pizza. Und das ist halt schon was Geiles, ne, muss ich sagen. Wenn du dieses Zeug hast. Ja, vor allem jetzt, das Päckler ist ja viel kleiner. Das ist ja noch besser. Ich weiß schon, dass ich Regale brauche, aber ich mache das jetzt halt am Anfang so. So, dann kann ich hier schön durchlaufen, dann sehe ich, oh, Sweet Corn fehlt mir und Jam. Entschuldigung. Sweet Corn und Jam. Also, geh mal ran. Sweet Corn. Und was war es noch? Und Jam. So, und der Mist ist dann auch so gut wie instant hier, oder? Die stellst du ineinander. Okay, jetzt habe ich schon gedacht. Ja, das macht ja dann nichts, ne? Dann habe ich halt hier einen kleineren Karton stehen. Die Portionen bleiben mir die gleichen. Das ist schon cool, Leute. So, und Sweet Corn. Den holen wir auch noch. Dann kann man hier schön zumachen. Zack. Zack, zack, zack. So, die Nacht kann man natürlich schon dazu verwenden, dass man auch sagt, naja, man füllt dann einfach auf. Also das nenne ich auf jeden Fall innovativ. So, wir brauchen Beans und Olives. Beans. Not enough money in your Visa Card. Okay, das muss ich in die Visa Card stecken. Alles klar. Dann würde ich sagen, Transfer 400 und die 400 dann in die Visa, oder besser gesagt halt ja doch 400 Transfer Don. Bisschen haben wir noch Zeit. So, was habe ich gesagt? Beans und Olives. Das ist ja wirklich cool, ne? Beans. Olives. Ah, okay. Nochmal vielleicht jetzt? Ah, jetzt hat. Okay. Don. Olives. Dann haben wir. Peas haben wir noch genau. Tomato Paste haben wir auch noch. Wir brauchen Spray und Diapers. Spray und Diapers. Wo sind die Windeln? Es gibt halt echt viel Zeug, ne? Muss man echt sagen.
Diapers hier. Gut. Dann könnten wir noch mal gucken. Toothpaste. 17. Warte. Weil da hatten wir, glaube ich, auch noch mal. Ach doch, da haben wir sogar noch. Aber ist egal. Halt. Dann machen wir das eben raus. Warte mal, dich lege ich dann da oben. Packung auf Packung. Einmal Flashlight, please. So, dann machen wir das einfach mal so, dass wir die erst nach innen stellen. Dann können wir wieder zumachen. Ich weiß ja nicht, ob das in irgendwie... Wenn du es zu lang stehen lässt, dann wird es dir geklaut oder sowas. Halt, was war das? Beans. Beansy, Beansy, Beansy. Und sobald wir dann mehr Geld haben, nämlich... Achso, Police, da sind Beans. So schnell geht's. Hunger habe ich langsam, ne? Ich finde es aber auch vom... ja, von dem recht ausgewogen, muss ich sagen. Dass man nicht zu schnell Hunger bekommt und so weiter. So, Toothpaste haben wir hier. Ist mir jetzt egal, ob die in der Luft schwebt oder nicht. Eine Packung tue ich jetzt noch da unten drauf. Jawohl, ich sollte zwei oder drei drauf tun, weil wer weiß, was die Kunden einem da wegkaufen. Na gut, ich tue alles drauf. Dann gefällt es mir doch nicht mehr am Ende. Eieiei. Okay, eins können wir noch rausnehmen. Jawohl, noch eine rote, das passt. Wo sind wir denn schon wieder? Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, ey. Mann. So, Diapers. Hier haben wir Diapers. Aber dann würde ich sagen, tue ich die mal... hier nebeneinander stellen. Die sind einfach zu groß. So. Diapers. Dann haben wir Spray. Da haben wir nur die eine Dose da, ne? Warte mal, wir könnten ja das Spray dahin tun. Stellen halt einfach mal ein paar Dosen hier drauf. Das ist schon cool. Also ich finde es verdammt genial, wenn ich das so ordern kann. So. Und wenn wir dann Regale noch haben, dann ist es ja richtig geil. So, und da haben wir die Olives. So. Zack. Wobei das halt auch irgendwie was hat, ne, von Abverkaufzeug. Wenn man das so hinstellt, ne. So, da sind Sachen weggegangen. Äpfel sind nicht weggegangen. Doch, Orangen sind weggegangen. Das ist gut. Das heißt also, hier wird abgekauft. Und das war mir wichtig herauszufinden, weil die Orangen sind ja verkauft worden. Also passt es nämlich auch. So. Man muss halt alles ein bisschen vorbereiten, ne? Das ist ja klar. Den Laden ein wenig herrichten. Vor allem, wenn wir dann so Obststand haben oder sowas, dann ist es schon cool, glaube ich. So, dann haben wir das. Da nehmen wir noch eine raus. Ich muss sie allerdings drehen. Schwupps. Quantities ist, lasse ich jetzt mal drin. Autosave, dann kann ich das vielleicht auch unten drunter stellen. Das ist auch nicht schlecht. Ist ja egal. Können wir einfach unten drunter stellen als, als Nachfüller, ne? Und hier machen wir es einfach mit die Bananen. Na komm, nimm. Ups. Bin ich auf die Bananen gestiegen.
Oh, ist schon wieder 4 Uhr. Warte mal, wir gehen mal was essen, bevor wir dann richtig Hunger haben. Ich hoffe, das kann ich zahlen. Ach, gut. Was hast denn du da eigentlich drin? Nix. So, dann ist die Frage, was kostet eigentlich so ein Smartphone? Das werde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht kaufen können. Niederladen ist zu. Naja, ist egal. Wir haben auf jeden Fall was gegessen. Man sollte vielleicht jetzt halt noch auf die Schnelle nach Hause düsen. Shop closed, ja. Einfach nur, dass ich mal ganz kurz nach Hause komme, auf Austreten gehe. Natürlich die Frage, ne, kann ich eine Toilette auch im Hinterhof? Ich kann ja sogar eine Toilette installieren. Fällt mir gerade ein. Ich kann ja Wendy kaufen, ne? Aber gut, düsen wir mal schnell nach Hause. Und so. Langsam und stopp. Und fast richtig. Bleib stehen. Allerdings brauche ich dann natürlich das Geld, ne? Und ich müsste mir auch dementsprechend ein Kabinchen bauen. So, gegessen hat er. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir verdienen, weil ich täte nämlich schon zu gerne mal das ein oder andere Regal reinstellen. Vielleicht sogar mal so ein Kühler. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Gut, lasst ein Like da, lasst Kommentare da. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.